gebrechliche kleine Kobolde mit ihren mickrigen Babyfäustchen. Also wirklich, ihr wart ja nicht gerade eine große Hilfe. Es sah aus, als hättet ihr... Ja, schon gut. Also was wollt ihr? Meine Zeit ist wertvoll. Mein Name ist David und das ist mein Großvater. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld für ermüdende Höflichkeitsfloskeln. Oh, gut. Wir haben gehofft, ihr könntet uns dabei behilflich sein, das Teleskop zu bedienen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich kann nichts dergleichen für euch tun, selbst wenn ich wollte. Aber uns wurde gesagt, ihr könntet. Normalerweise schon, aber das Teleskop wird von einem alten Kessel angetrieben, der sich in den Kellergewölben unter der Bibliothek befindet. Leider ist die Stromversorgung abgebrochen, seit ich irrtümlicherweise ein Portal in eine dämonische Dimension geöffnet habe. Das Kellergewölbe wird nun von einem recht imposanten Dämon als eine Art Hauptquartier genutzt. Dieser Dämon fungiert als ein Nexus, eine Verbindung zwischen unseren beiden Welten. Tötet ihn und die Verbindung wird unterbrochen. Nur dann wird sich das Portal schließen. Könntet ihr uns in das Kellergewölbe bringen? Ja, das könnte ich. Aber es gibt da etwas, was ihr zuvor noch braucht. Folgt mir. Okay. Dämon, Nexus... Nun kommt schon. Ihr müsst schon viel schneller sein als jetzt. Ist ja gut, du ungeduldiger alter Knacker. Verdammter Mistkerl. Ja, okay, der andere hat gesagt, er wäre nicht sehr umgänglich. Was hältst du von dem Dämon? Wir sollten uns beeilen. Teronus könnte unser Zögern falsch interpretieren. Ja, ist ja okay. Macht schon! Schnell, öffnet die Truhe! Warum, was ist da drin? Etwas ganz Besonderes. Ich denke, ihr werdet es sehr interessant finden. Ja, ist ja gut. Ich gucke. Ein Eisschwert. Ich bin überzeugt, ihr könnt es gut gebrauchen. Es ist ziemlich narrensicher. Ja, aber was ist das? Das ist ein Eisschwert. Glücklicherweise musste ich es nicht selbst benutzen. Aber wenn man es richtig einsetzt, ist es sehr effektiv. Kommt ihr jetzt oder nicht? Wohin? Zurück zur Eingangshalle. Bitte beeilt euch. Für Zeitverschwendung habe ich keine Geduld. Ihr habt überhaupt keine Geduld. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich dachte, ihr bräuchtet Hilfe und keine Streicheleinheiten. Yikes. Und da stirbt auch... Beeil dich, bevor sich der Teleporter schließt. Entschuldigung. Da stirbt auch wohl gerade ein bisschen die Tonausgabe. Also, er hat gerade ein bisschen sehr gestottert, oder? Jetzt komm schon. Nein, diesen magischen Schnickschnack überlasse ich lieber dir. Ich fühle mich auf meinen eigenen zwei Beinen sicherer. Wo ist euer Großvater? Er hat es vorgezogen, zu Fuß zu gehen. Magie ist nicht ganz sein Fall. Er misstraut allem, was er nicht versteht. Es erfordert einen überlegenen Intellekt, um die Komplexität der Magie zu ergründen. Wo wir gerade von Magie reden, was verschließt diese Tür dort? Oh, das ja. Ich musste einen meiner Zaubersprüche einsetzen, um der wachsenden Koboldplage Einhalt zu gebieten. Ah. Beeilung! Wir haben schon zu viel Zeit vergeudet. Das Kellergewölbe liegt in dieser Richtung. Hier habt ihr euch also verkrochen. Welch Ironie, dass mich meine Pflicht dazu zwingt, zu beenden, was ich vor so vielen Jahren angefangen habe. Wovon redet ihr? Das ist schon das zweite Mal, dass ihr deine Vergangenheit erwähnt. David, bitte geh. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Hört auf euren Großvater. Wir sollten verschwinden, bevor es zu spät ist. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ihr seid des Verrats an eurem Herrscher angeklagt und die gerechte Strafe lautet Tod. Wachen, tötet sie! Ich finde, das ist keine gute Idee. Wir sollten abhauen, verdammt. Ich kann nichts machen. Großvater? Ich sehe, ihr seid nicht ganz so klapprig, wie ihr ausseht, alter Mann. Ich werde mich wohl selbst eurer annehmen müssen.
David! Lauf! Jetzt! Nein! Euer Großvater war keine wirkliche Herausforderung. Ich werde mir mehr Zeit nehmen und größeren Gefallen daran finden, euch zu töten. David, lasst euch nicht von ihm provozieren. Euer Großvater ist bereits tot. Wenn ihr bleibt und kämpft, bedeutet sein Tod gar nichts, weil Fuge euch ebenfalls umbringen wird. Ich will ja nichts sagen, Fuge, aber ich glaube, ich habe keine Lust auf dich. Gut so. Lauft davon wie der Feigling, für den ich euch halte. Ich wollte die Schleuder auspacken. Verdammt, ich wollte ihn noch ein bisschen ärgern. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Er sollte bei mir sein. Ich verstehe mich nicht besonders gut auf Dinge, die Mitgefühl und Verständnis erfordern. Ich hatte nie jemanden, der mir wirklich nahe stand. Aber ich bin sicher, er ist bei euch. Irgendwo. Großvater, wenn du mich hören kannst, ich verspreche dir eins. Fuge wird durch meine Hand den Tod finden. Mein Verlangen nach Rache wird meine Kraft sein. Ja, Mensch, ist ein guter Start, ne? Wir wollen nur unsere Frau retten und was haben wir davon? Unser Großvater ist auch tot. Es läuft alles bestens. Kann ich dich echt nicht abschießen von hier aus? Ne, ich schieße nur gegen die Wand. Dann halt nicht. Was sagst du, Tero Dings? Wie war der Name nochmal? Ich hab ihn schon wieder vergessen. Dortlang oder Dortlang? Ich weiß es nicht. Du wohnst hier, verdammt. Hier liegt ein Trank. Oh, cool. Wir waren doch schon mal, ne? In dem Bereich, oder? Aber an der Truhe waren wir nicht. Da können wir nicht hin. Da bräuchten wir... Ach, das ist der Goldschlüssel. Ah, im Hauptraum den Goldschlüssel und dann kämen wir an die Truhe. Kannst du mich denn nicht einfach runterbeamen? Teronus oder wie auch immer du hießt, heißt, was auch immer. Verdammt. Du liebe Güte, diese Invasion der Kobolde gerät außer Kontrolle. Ich sollte meine Berechnungen überdenken. Ich muss bei der Multiplikation der sphärischen Werte übersehen haben, dass... Teronus, ich glaube wirklich nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um eure Multiplikation zu überarbeiten. Ich finde das witzig, dass sie sich gegenseitig töten. Erstmal den Fernkämpfer ausschalten. Okay, wer will noch nicht? Ich meine, wer will noch mal? Vergiss es, Kleiner. Das war das erste und das letzte Mal, dass du Verstärkung rufst. Ja, ich hab's verstanden. Schlägerei beendet. Ihr habt mich ganz allein gegen die Kobolde kämpfen lassen. Ihr habt bloß da gestanden und zugesehen. Ihr verlangt doch wohl nicht von mir, dass ich meine Magie für einen anderen Zweck als die reine Selbstverteidigung einsetze. Also ehrlich gesagt, während diese kleinen Teufel mich getreten und geschlagen haben... Ja, in der Tat, zwischendurch kam mir der Gedanke. Es wäre moralisch nicht vertretbar, dass ich die Zauberei für irgendetwas anderes einsetze als zum Selbstschutz. Findet ihr es denn nicht auch ein ganz klein wenig unmoralisch, gar nichts zu unternehmen, während ich mein Leben riskiere, um uns zu verteidigen? Nein. Das war kurz und schmerzlos. Findet ihr es nicht ein klein wenig unmoralisch? Nein. Flöder Penner. Ich hasse dich, Alter. Will ich hier denn wirklich schon hin? Ich kann hier gar nicht durch, verdammt. Ich müsste dich ausschalten, ja? Ich hab's begriffen. Verdammt. Wie wär's, wenn du ein bisschen hilfst, Alter? Ich kann keine Angriffe machen. Ich muss das Schwert nehmen. Noch mehr? Ich hätte eigentlich gedacht, dass das jetzt vorbei ist, nachdem ich die erste Welle überstanden habe. Da müsste doch nochmal der Kleine kommen und Verstärkung rufen, oder nicht? Warum reicht das nicht? Warum kann ich euch mit so einem Treffer nicht töten von der Steinschleuder? Ich krieg's nicht mal angeklickt, die kleinen Mistviecher.
Komm schon. So, jetzt runter. Ach ne, da ist ja noch einer. Ich will den schießen. Danke. Und jetzt komm. Er kommt nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, erst in die andere Richtung zu gehen. Ich werde hier draußen auf euch warten. Ich möchte nicht im Weg sein. Aber ihr könntet... Keine Sorge, ihr kennt mich doch. Was das Helfen angeht, tauge ich nicht viel. Und jetzt beeilt euch, mir wird nichts passieren. Na super, ich danke dir. Oh, hi. Kommen hier unendlich viele, bis ich den Dicken tot hab? Wow, der Dicke haut auch. Okay, Ruhe im Karton. Mehr Äpfel und Karotten. So nebenbei Äpfel. Ich glaube, ich esse noch einen. Nom nom nom. Hey, das ist das erste Mal seit Anfang des Spiels, dass unsere Lebensenergie mal ausnahmsweise voll ist. Okay, gut, dass wir den Weg zuerst gegangen sind. Da es ja offensichtlich eine Sackgasse war, haben wir nichts verloren. Ich habe mal wieder keinen Schild ausgerüstet, oder? Ja, wie immer. Immer dasselbe hier. Ich glaube, ich sollte mal mit dir reden. Nur sicherheitshalber, weil wir wissen ja nicht, was hier noch kommt. Erzählt mir von euren Taten, Abenteurer, damit ich in meinem Buch der Legenden davon berichten kann. Gerne, Schreiber. Ich erzähle dir von meinen Abenteuern, wie mein Großvater verdammt nochmal gestorben ist und wir kein Wort mehr darüber verlieren, weil wir keine Zeit für sowas haben. Future. Irgendwann. Verdammter Mistkerl. Das ist doch ein Kinderspiel. Wenn ihr es sagt. Aber bitte, beeilt euch, der Aufzug befindet sich gleich hinter dieser Tür. Kinderspiel, Kinderspiel, wo war meine Schleuder? Hier. Schieß! Also geht doch. Und Waffen. Da hinten ist doch auch noch... Ne, das ist nicht wirklich ein Gang. Also, das kann ich, also, das zeigt mir jedenfalls nicht an, dass ich da irgendwo lang gehen könnte. Ich könnte dort lang. Wenn alle Gegner tot sind. Hi. Das war sehr effizient. Oh, und das wird ein Problem. Spinnennetz und... Das war ein Tick zu früh, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Ihr könnt ja richtig hart zuschlagen. Mit dem Blocken habe ich nicht so das Timing, habe ich den Eindruck. Okay, war doch kein Kinderspiel. Ich glaube, ich esse mal ein Brot. Das hat mehr Gehalt, als ich gebraucht hätte. Okay. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Steigt in den Aufzug. Er wird euch hinunter in das Kellergewölbe bringen. Er macht einen Stress, das ist unglaublich. Was ist mit dir? Willst du nicht mitkommen? Wo ist der eigentlich der Aufzug? Ach so, ich nehme an, irgendwie hier? Also David, viel Glück. Was? Wollt ihr mich nicht begleiten? Tut mir leid, das kann ich nicht. Einer von uns muss hier bleiben und den Hebel betätigen. Nun macht schon. Ihr werdet auch ohne mich zurechtkommen. Naja, bisher bin ich auch ganz alleine gut klargekommen. Aber was ist mit dem Dämon? Habe ich etwas von einem Dämonen gesagt? Nein. Es handelt sich eher um einen Inkubus. Nur macht schon, steigt in den Aufzug. Was ist ein Inkubus? Oh, das ist ein Dämon. Was habt ihr gesagt? Nichts. Auf Wiedersehen. Na danke, Theronus, Mistkerl. Kann er sich nicht einfach hier runter teleportieren? Verdammt nochmal, er kann doch zaubern. Und hier ist eine verschlossene Tür, interessant. Ist das die Heizung? Oh, eine nicht mehr ganz so verschlossene Tür. Okay. Wie ihr meint? Hallo? Ist hier jemand? Nein. Verschwinde, fremde Kreatur. Hier ist niemand. Macht euch keine Sorgen, die Kobolde sind fort.
Sie wollten dem alten Hauswart wehtun. Wollt ihr das auch? Nein, nein, natürlich nicht. Ich muss nur den Kessel in Betrieb nehmen. Geht nicht. Zu viele böse Kreaturen. Sie machen dem Hauswart Angst. Wenn ich all diese Kreaturen vernichte, würdet ihr dann den Kessel anwerfen? Würde ich schon. Ihr wart nett zu dem alten Hauswart. Wollt ihr das haben? Habe ich da draußen gefunden. Ist ein Schlüssel. Danke. Schon gut. Hab ich gern gemacht. Okay. Ein Schlüssel? Zeig mir das Ding mal. Ein Silberschlüssel. Schade, ich habe jetzt gedacht, ein Goldschlüssel, dann wüssten wir, wo der hinkommt. Ne? Wäre eine gute Sache. Naja, Silberschlüssel.